1. Juni und es ist ein bisschen windig, nicht so sonnig hier mit Dessau beim Metalfest. Heute Headliner Creator und ich habe die große, große Ehre, den Mille von Creator hier zu haben. Mahlzeit. Hi. Wie geht's dir? Super. Ganz entspannt. Gestern Österreich leider nicht spielen können. Also ganz entspannt, nicht so wirklich, oder? Ich hab schon verkraftet. Irgendwie war das natürlich gestern eine totale Enttäuschung. Enttäuschung. Aber naja, kann man nichts machen. Ne? Du musst dir vorstellen, wir haben ja vorher auch eine Autogrammstunde mit den Fans gehabt und haben dann mit denen geredet und dann so, hey, heute Abend und so. Bah, und dann plötzlich fand das nicht statt. Ja. Aufgrund von Haareschaden und Eindruck und dran. Das war einfach traurig, weißt du. Wir waren ja schon fast umgezogen und so und haben schon die Gitarren gestimmt und naja. Aber wir hier durften auch nicht spielen, das war grauenhaft. Schade für die Fans irgendwo. Ja, das kommt noch dazu. Ja. Also natürlich, aber für alle Beteiligten. Also wir waren genauso enttäuscht wie die Fans. Jetzt würde ich aber gerne von dir mal ein bisschen wissen, du bist jetzt so lange, jahrelang im Geschäft. Wie hat es eigentlich bei dir angefangen mit der Musik? Was war damals deine erste Berührung mit der Rock- und Metal-Musik? Irgendwie Kiss wahrscheinlich. Ja, das war damals noch Kiss so. Ja. Durch die Eltern irgendwie so in Kontakt bekommen, oder? Nein. Es war damals eine der härteren Bands. So, ne? Ich höre ja schon seit 1983 oder so. Harte Musik, wenn man Kiss jetzt dazu zählt. Oder schon mal früher, keine Ahnung. Ich war ja vorher Disco-Fan. Aber als Kind. Und dann habe ich Kiss gehört. Und dann Iron Maiden schon. Deswegen alles gut. Oh. Wann hast du dann angefangen, Instrument zu spielen? Sofort danach. Also eigentlich schon parallel. Also ich habe eigentlich angefangen mit 12. War es dann auch schon Gitarre oder war das dann erst noch anderes? Es war sofort Gitarre. Okay. Hast du dann Unterricht genommen oder hast du dann selber gesagt, bring ich es mir selber bei, ohne Noten? Ich hatte ein halbes Jahr Unterricht. Akustik-Gitarrenunterricht, das war aber langweilig. danach habe ich angefangen, mit der Band zu spielen direkt. War das dann gleich, also welche Band war deine erste Band? Ja, eigentlich die Ursuppe von Creator schon. Also wir haben ja damals mit Bender zusammen eine Band gehabt, die alle 5 Minuten ihren Namen geändert hatte. Der bekannteste davon war wahrscheinlich Tormentor, da haben wir ja noch ein Lied, was so heißt. Mhm. Und ja, es war, wie soll ich sagen, das waren die Anfangszeiten, okay. Ein bisschen länger her. Also nicht so Schulband oder so mit Coverband oder sowas? Nein, wir hatten ja Cover. Ach so. Aber es waren ja alles nur so Twisted Sister, Judas Priest, Iron Maiden, das war eigentlich das. Okay. Und das ist eigentlich danach Creator geworden. Oh, nicht schlecht. Dann habt ihr auch gleich entschieden, wir gehen in die Thrash-Metal-Richtung, weil so Bay Area-Einflüsse mit dabei sind, ne? Nein, die Bay Area kam viel später, da haben wir schon längst Thrash-Metal gespielt. Exodus, ja gut, es gab da schon so ein paar Sachen. Metallica waren ja früher auch noch Bay Area. Das war die dritte Generation von Bands. Also erst kam Venom. Hm. Und except die alten Sachen, so wie Festus the Shark, natürlich nicht zu vergessen. Ja. Und dann kam erst Bay Area und so ein Kram. Kannst du dich denn noch erinnern, wann du das erste Mal auf der Bühne gestanden hast, so vor Publikum, und was das ein Gefühl für dich gewesen ist, da zu stehen und da zu spielen? War schon cool. Wir hatten ja so ein Jugendzentrum, das hat dann ein Konzert für uns organisiert. Und ja. Wann war das? Bei 1983 oder so. Und wir waren dann alle noch so Kiddies und die fanden das wohl lustig, dass wir Musik machen und haben uns dann die Möglichkeit gegeben, einen Auftritt zu haben. Und dann der zweite Auftritt war aber schon gleich mit einer größeren Band. Ich weiß nicht, sagt dir Living Death noch was? Sagt mir was, ja. Ja. Die haben uns dann als Vorgruppe mitgenommen. So für da hießen wir auch schon Tormentor und waren auch schon satanisch. Okay. Was war das dann für ein Gefühl, so als Support von einer großen Band dann auf der großen Bühne zu spielen und das Publikum nimmt die eigenen Songs dann auf? Hey, das war gut. Das war ein sehr großes Erfolgserlebnis. Wahrscheinlich auch das Schlüsselerlebnis. Es waren, wie gesagt, die Anfänger der Band und seitdem habe ich das gemacht. Seit daher ein Vollblutmusiker mit Leidenschaft? Also
Also nicht bewusst, aber ja. Warum nicht bewusst? Ich mache mir darüber keine Gedanken, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie mich so als Musiker sehe. Ich sehe mich eher als jemand, der gerne Musik macht. So. Also Musiker sind für mich so Leute, die den ganzen Tag üben. Das mache ich ja nicht. Ich mag gerne Songs spielen und mit einer Band auf der Bühne stehen, ja. Und Songs schreiben, wie sieht es da bei dir aus? Schreiben auch, ja. Machst du das dann während der Tour oder so, wenn du sagst, Nein. Das machen wir immer, wir nehmen uns dann echt ein Jahr frei. Stimmt auch, ja. So wie das auch zum aktuellen Album, was ihr gemacht habt. Genau. Ja. Wo wart ihr da gewesen? Habt ihr euch da so einen extra Ort dafür, oder? Nee, wir haben das in Essen in der Zeche Karl gemacht. Das ist unser Proberaum. Und da haben wir uns dreimal in der Woche getroffen, so wie früher eben. Also wirklich so, als wir noch regelmäßig geprobt haben. Wir proben jetzt immer noch regelmäßig, aber nur, wenn eine Tour ansteht. Aber wenn wir ein Jahr Pause haben, dann haben wir auch nicht wirklich Pause, weil wir dann dreimal in der Woche proben und ein neues Album schreiben. Und das ist wichtig so. Dann fühlt man sich wieder wie im Proberaum, wo man ja auch ist eigentlich. Ja. Und schreibt ein Album, ganz traditionell, als Band. Wie hat es damals bei euch angefangen? Hattet ihr gleich so Management oder ähnlich? Oder habt ihr die ganzen Grundkenntnisse euch alle selber beigebracht damals? Also wir sind wie jede andere Band auch erstmal ins kalte Wasser gesprungen und sind einfach rausgegangen, haben gespielt. Und Management kam relativ früh, ja, das kam so 1987. Das ist gut, dass das kam, sonst hätten wir die ganzen Kram gar nicht auf die Kette gekriegt. Okay. Würdest du sagen, ist es heutzutage für eine Band genauso einfach, in der Hinsicht auch durchzustarten? Oder ist es schwieriger geworden aufgrund der Masse und des Internets? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube immer, dass sich Qualität... Ich persönlich bin ja der naiven Meinung, dass Qualität sich immer durchsetzt. Keine Ahnung, ob ich damit recht habe. Ich will niemanden demotivieren, aber es gibt schon mehr Bands als damals, als wir angefangen haben. Da gibt es schon eine Menge mehr. Aber es heißt jetzt nicht, dass man es nicht versuchen sollte. Also es ist immer noch besser, als irgendwelche Ballerspiele oder Drogen zu nehmen oder so, weißt du? Also immer noch besser Musik zu machen. Ja. Was muss denn eine Band dann heutzutage noch mitbringen, um wirklich herauszustechen und die Qualität dann noch zu bringen? Ich bin immer der Meinung, man muss selbst sein. Und dann muss man irgendwie gucken, dass man irgendwas bringt, was andere nicht haben. Schwierig, ne? Ich kann sagen, bei der Masse, die es jetzt schon gibt, dann wird es ein bisschen schwer, oder? Aber man darf nicht aufgeben, man muss einfach sich was überlegen. Man muss sich einfach was ausdenken. Also, weißt du, einerseits gibt es natürlich viele Bands, weil jeder Musik machen als Hobby hat. Ja. Aber in dieser Masse von Bands gibt es auch immer nur ganz wenige Bands, die hier herausstechen. Das sind dann meistens die, die irgendein Gimmick haben, irgendwie originell sind, irgendwas Eigenes haben. Und das ist das Wichtige. Und das reicht. Das reicht, und du musst dann immer gut spielen können, finde ich. Das heißt, so, dann lernen sich doch ein gewisses Image noch pflegen und einen guten Namen noch dazu finden, oder? Image ist das falsche Wort. Ich würde eher sagen, einen eigenen Sound entwickeln und irgendwie gucken, dass man irgendwas hat, was andere nicht haben. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Aber wenn ich das wüsste, dann hätte ich es... Also wir haben Creator haben eben den Bonus, dass wir so lange dabei sind. Ja. Und dass wir eigentlich in der Zeit angefangen haben, als noch nicht so viele Extrem-Metal-Bands da waren. Und deshalb haben wir natürlich so eine Historie. Das hat ja nicht eine neue Band, die neu anfängt, hat das ja nicht. Das heißt, du musst irgendwie was ausdenken, warum du jetzt auch da bist. Und für die Bands, die jetzt gerade diese Hysterie auslösen, wie Powerwolf und Ähnliches, für die ist natürlich Schnelllebigkeit natürlich auch ein großes Problem, dass sie eventuellerweise nicht diesen Generationsbonus haben, oder? Ich weiß nicht. Also ich denke immer so, wenn die Bands gute Lieder machen und wenn das irgendwie gut ist und die haben irgendwas Eigenes, dann kann es alles funktionieren. Das ist jetzt nicht so, dass das nicht geht oder so. Ne? Es ist einfach nur, ich finde immer wichtig, dass man irgendwie, ja, also ich habe da auch keine Formel, ehrlich gesagt. Man muss einfach rausgehen, spielen und gucken, was passiert. Kennst du denn irgendwie so ein paar Newcomer-Bands, die du empfehlen würdest jetzt in der Szene? Ich habe letztens was mit Callejon gemacht, aber es sind ja auch schon längst keine Newcomer mehr. Keine Ahnung, es gibt da so vieles. Ich kriege immer mal wieder mal so Tapes und CDs zugeschickt. Da sind auch manchmal gute Sachen dabei. Einfach mal anchecken. So. Internet ist ja voll von neuen Sachen. Ja. Supportest du denn auch so Bands? Also hilfst du denen irgendwo bei Aufnahmen? Bei Telefon habe ich jetzt letztens ein Lied mitgesungen. Also ich meine jetzt so, wenn jetzt eine Band irgendwie so Unterricht haben möchte oder studiomäßig. Ich habe keine Zeit, um Unterricht zu geben. Außerdem bin ich ein miserabler Gitarrenlehrer. Also da würde man sich keinen Gefallen mit tun, wenn man bei mir Gitarrenunterricht nehmen würde. Das ist jetzt kein Kokettieren, das ist mein absoluter Ernst. Also ich bin jetzt nicht so derjenige, der dir jetzt irgendwelche Theorien vermitteln kann. Ja. Was erwartest du denn von der Band, wenn du jetzt mal selber, du hast die Zeit überhaupt noch so eine Möglichkeit dazu, jetzt mal eine Band selber anzuschauen und was würdest du von denen erwarten, wenn die jetzt mal so auf der Bühne stehen, um dich zu überzeugen? Ich muss einfach unterhalten werden, ne, und irgendwie was spüren. Ich habe gerade auch, als ich die Band Feuerschwanz, habe ich auch was gespürt. Also
Das war auf jeden Fall sehr originell. Ob es jetzt gut ist, ist noch eine andere Frage. Das ist eben so, das polarisiert, also man redet drüber. Das ist schon mal gut. Wie polarisiert ihr? Was würdest du da sagen? Also wenn du jetzt deine eigene Show beschreiben würdest? Ich denke mal, für viele Leute ist die Musik so extrem. Okay. Ja, ich rede jetzt von irgendwelchen Leuten, die nicht so harten Sound gewohnt sind. Keine Ahnung, also es ist immer wichtig zu polarisieren. Es ist nicht, also ich finde es doof, wenn eine Band allen gefällt. Das wäre auch langweilig, oder? Ja. Und ich glaube, unsere Band ist einfach schon mal sehr... Wir haben einen eigenen Sound und das polarisiert immer. Damit erreicht ihr ja noch viele, viele Leute auf der ganzen Welt. Jetzt kommst du, jetzt habe ich gerade ein kleines Gespräch, was du vorhin mit ein paar Leuten hattest, mitgekriegt. Du reist sehr viel gerne und hast auch sehr viele Städte schon besucht. Mhm. Und kannst du ein paar Städte empfehlen? Was würdest du so jetzt so reisetechnisch mal so ein bisschen empfehlen? Also ich wäre das war die Frau meiner Cousine, meines Cousins, also quasi meine angeheiratete Cousine, die fahren demnächst nach Krakau und das ist eine schöne Stadt. Da haben wir auch gerade drüber gesprochen. Ja. Dadurch, dass ich mich vegan ernähre, ist Krakau auch eine der großen veganen Städte. Ah, okay. Und deshalb gehe ich da immer ganz gerne hin. Berlin auch. Also das sind so die Städte, wo es die meisten veganen Restaurants gibt. Leipzig ist auch eine schöne Stadt, finde ich. Auch wird immer unterschätzt. Ich mache immer mehr gerne so Städteurlaub. Ja, das stimmt. Bin jetzt nicht so der Strandfan. Obwohl ich das immer gerne machen würde. Muss ich dann wahrscheinlich ohne meine Freundin machen. Ist ja auch egal, kann ich auch mal machen. Nimmst du die Band mit? Ja, das jetzt nicht unbedingt. Wir sehen uns oft genug. Aber nur mal genervt davon. Nicht genervt, aber reisen eben professionell so viel durch die Gegend, ja. Da muss man sich nicht noch mit in den Urlaub nehmen. Das ist auch nicht böse gemeint. Was reizt dich da so an den Städten immer so? Was guckst du dir gerne an? So meistens die Sightseeing-Sache oder meistens das Drumherum, was eigentlich nicht so jeder sieht? Ja, ist meistens so dieses, meistens sind das so diese, ja, die Sachen, die nicht jeder sieht. Also dieses alternative Leben, das suche ich dann immer. Also hinter die Kulissen mal gucken, so wie in Venedig jetzt mal die ganzen Touristen. Genau, sondern genau. Dann danke ich dir erstmal fürs Gespräch. Würde aber gerne abschließend von dir mal eine All-Time-Favorite-Band haben wollen. Das heißt, du hast maximal 6 Bandmitglieder und kannst daraus, können leben oder tot sein und daraus mal eine All-Time-Favorite-Band zusammenstellen. Ja, dann würde ich am Schlagzeug Lombi, Dave Lombardo nehmen. Am Bass Steve Harris. Gesang Glenn Danzig. 6 Mitglieder? Nee, das reicht auch, ne? Der Gitarrist, Gitarrist wäre Adrian Smith. Nee, das Gitarristen wären KK Downing und Glenn Tipton. Oh. Das ist eine super Band, oder? Was würden die spielen? Komischen Sound, eine Mischung aus Danzig, Priest und Maiden. Das will man, glaube ich, aber nicht, ne? Man weiß es nicht. Willi, ich danke dir recht herzlich. Kein Problem. Und wünsche dir viel Spaß beim Auftritt. Ja, alles klar. We'll be right back.